Hey, hier ist Kevin von der Band Artemis Rising. Checkt unsere neue Single Demons auf YouTube und Spotify. Und jetzt viel Spaß bei Lemmy Lemkes Fußball-Ecke. So. Ja, moin moin liebe Fans der Fußball-Ecke, Sonntagmorgen, 10 Uhr hier am Munsterweg. Bei mir einer unserer beiden Neuzugänge, Moritz. Ja, herzlich willkommen in Pierce-Wietzendorf, herzlich willkommen in der Fußball-Ecke. Ja, kurz zu dir, wieder zurück vom MTV Soltau. Jetzt hast du die Vorbereitung, die erste Phase hinter dir. Jo. Macht Spaß in Wietzendorf? Ja, auf jeden Fall. Doch, ist auch ziemlich anstrengend, aber das gehört halt dazu jetzt, vor allem in der Phase, dass man sich vorbereitet und dann natürlich im Bezug alles gibt. Ne? Ja. Neben vielen Kumpels in der Mannschaft, finde ich immer so geil, ich habe selber auch gehabt, spielt dein Bruder mit. Ja. Ist das für dich eher eine Freude oder Motivation oder eher eine Belastung? Ja doch, beides eigentlich. Ja. Weil klar, man wollte damals halt immer ganz gerne mit seinem Bruder zusammen spielen, mit Fußball, aber er war halt immer 5 Jahre älter und dann wurde das halt natürlich nichts. Und natürlich auch Motivation, weil man ihm natürlich dann auch zeigen möchte, was man halt kann. Und dann auch hier natürlich auch in Wietzen auf den Leuten zeigen möchte, was man halt drauf hat. So. Und ja. Das ist immer ganz gut. Jetzt bist du, haben wir gerade kurz schon angerissen, jetzt bist du gerade hier und haust kurz oder während der Saison kurz wieder ab. Das heißt kurz, längeren Zeitraum, ja. 6 Monate glaube ich. Ja genau. 6 Monate geht's wohin? Nach Neuseeland zum Work and Travel und ja, aber danach bin ich ja wieder da, ne? Danach bist du da und erstmal ein paar Spiele bist du dabei. Ich klaue dir das Mikrofon, ich wünsche dir viel Spaß. Die Jungs haben nämlich jetzt noch Training und danach haben wir gleich unser erstes Testspiel und da gehe ich gleich drauf ein. So, du gehst dich noch ein bisschen bewegen und wir sehen uns nachher in Schneeferding. Jo. Ja, wie ich es gerade schon angesprochen habe, heute ist es dann soweit. Das stumpfe Training hat ein Ende. Um 15 Uhr spielen wir beim TV Jan Schneeferding gegen die zweite. Also, wer TSV Wietzendorf Fußball sehen möchte, hat heute das erste Mal wieder die Möglichkeit. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich um 15 Uhr in Schneeferding. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagvormittag und bis nachher, wenn es da wieder heißt, nur der TSV. Ciao.